93 jetzt sogar. Krass. Imagine. Also wenn jemand in meinen Chat kommt und sagt, hier, ich habe schlechte Performance, sag's in Zukunft, ja, ich spiel nachts in der Wüste. Spiel nackt in der Wüste, kein Problem. Muss nichts rendern. Nicht einmal deine Ausrüstung. Na, wie genau? 0,65. Das ist geil. Du kannst von hier aus die Berge dort hinten sehen, von dem Eisgebiet und mit den Schneegipfeln. Ja, rechts, ja. Mhm. Sehr schick. Hat was. Ja. Trägt wieder zum Ambiente bei. Eva, du bist hier wirklich in der Wüste bei Hitze, bist am Verdursten und du siehst in Schnee. Entfernung nur noch den Schnee dort. Andersrum ist es nicht so schlimm, finde ich. Wenn du da frier bist, siehst du in die Wüste. Das, hat nicht, das siehst du nicht so richtig. Aber Schnee siehst du wirklich gut. Ach, da ist nochmal Schnee, okay. Krass. Du hast manchmal ganz schöne gemeine Gedanken, ne? Ja. Aber er meint ich? Es nicht seriously. Das ist ein Spätzle, was er macht. Du würdest dich auch freuen, wenn er in Afrika mit McDonalds Werbeflugzeug übers Land fliegt. Dann ist dann verdurst, dann verhungert, dann fliegt er mit. Ah ja. Also, weißt du, wilder Humor. Erst irgend so Pizza-Werbung und dahinterher kommt das Flugzeug mit Benachbar-Wasser-Werbung. So. Es sind aber gar keine Tiere mehr hier. Ich habe nur einen Zebra gerade gehört. Hm. Irgendwie ist ein bisschen schwach gerade. Aber ist ja okay für die Eintrittsmission hier. Und das Gebiet ist ja nachher schwer. Das ist ja nicht das gleiche. Was ist hier mal ein Level dann? Wirklich? Nö. Das ist genau im gleichen Gebiet. Ich meine, ich glaube, die haben sich hier gedacht, die machen hier nicht so viele Tiere. Dafür ist die Herausforderung quasi das Überleben, weil du hast halt so wenig. Wenn du nicht gerade an den Oasen bist. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es so viel gibt, was du brauchst, weil, ja, mit einer Wasserflasche und einem Sauerstofftank minimalistisch denken. Bringst du von einem Ort zum nächsten und fertig. Jo, ein Königreich von der Taschenlampe. Mhm. Jo, T4. Ja. Wollen wir ihn hochtrechen? Damit du eine Taschenlampe hast. Nee, ich lese nur vor, was im Chat steht. Das Chat ist ich müsste nicht immer meine Meinung so. Hier. Ach so. Also, das ist ja. Ja, wir können hochtechnen, damit die Leute auch sehen, wo du hinläufst. Wir können es auch sein lassen. Einfach so. Ja, natürlich, klar. Also, ihr müsst zu Hause einfach den Gamma, also den Brightness, Gamma und Kontrast ganz auf 120% setzen, dann seht ihr alles. Und dann machst du den weißen Background-Browser an und dann fliegen einem die Augen weg. Verstrahlt ist man dann hier. Dann habt ihr die Radioaktivität, die ich wollte eigentlich. Mhm. Habe ich irgendwas dabei? Aber bringt nichts, denn ich laufe ja langsamer mit dem. Ich muss ja den Bogen tragen. Aber so eine Taschenlampe im Helm wäre doch einfach das Einfachste überhaupt. Wieso geht das nicht? Das muss kommen. Eine Taschenlampe. Meinst du Mining Helm? Ja, wir sind doch Miner, oder nicht? Wir sind doch Kumpels. Als Kumpel würde ich dich jetzt nicht bezeichnen, ne? Ich sag... Ja. Eher so notgedrungen, weil nachts kein anderer Icarus spielt. Ja, ist doch okay, ist doch auch gut. Wenn ich ein Notnagel bin, hauptsächlich wird genagelt, ist doch egal. Hauptsache rein in die Eiger. Der Punkt geht an dich. Ist das hier das Richtige hier? Ist das der Dude? Kopf geht Hilfe. Ja. Was ist mit dem hier? Ach, das ist deine Kapsel. Verdammt, ich suche den anderen. Ich suche den Gex 2. Ja, bitte, Kate. Ja, Sunny. Das ist Serus Kapsel, ja. Ist das da hinten meine Kapsel zufällig? Nee. So. Oh, meine ist arschweit weg, hä? Hey.
da ist meine Kappe. Zorn, ich, zum Glück ist das ist da ein Kappa-Zeichen. Also weißt du mal, einer konnte doch zu schätzen. Mhm. Wildschweinetöter 92 von 100 und Platinmeister 982 von 1000. Feuerwehrmann 82 von 100. Da muss noch ein bisschen. Ich habe bloß 82 Hasen getötet? Echt? So wenig? Zählt es vielleicht nicht in der Häutungsbank? Mein Anaconda ist klein und dünn, aber dafür. Das Blindschleiche ist deine. Meine ist ein richtiger Anaconda. So ist, so sagt das ja, wie es ist hier, Song. Das Wunschdenken immer. Schon wild. Ja, immerhin. Und ob das schnell kommen ein Vorteil ist, das kann man auch drüber diskutieren. Ich bin lieber so einer öfters. Immer öfters, anstatt einmal lang hinauszögern, das ist nicht so geil. Lieber öfters. Lieber öfters, Rambazamba. Also, ich meine, ab und zu mal einen Schluck trinken, wenn man Durst hat. Zuzeln natürlich. So, wir sind seit 81 Tagen live. Ohne Unterbrechung, oder? Ja, nur mit dem 48-Stunden-Reconnect. Ja, klar. Das heißt also seit 81 Stunden kein Rambazamba mehr bei Gex. Die 81 Tage davor aber auch nicht. Haha! Also, das. Ja. Siehst du? Einmal, zweimal, dreimal. Drei Items recovered, genau. Viermal. 200 Punkte, okay. Wie keine Exotics. Scheiß Mission, Mann. Scheiß Mission. Ich hasse diese Mission und Exotics. Wer hat die ausgesucht? Ja. Du kannst doch meinen Content nicht beleidigen als Blindschleicher, sonst wird sie ja noch kleiner. Ja, dann geh mal in den warmen Raum, nicht immer im kalten Raum hier. Das ist okay. Dann wirkt sie etwas größer. Und ein bisschen mehr die Haare ab, bisschen stutzen vielleicht und dann. Die Frisur macht vielleicht. Verändert die Größe auch etwas. Die Optik ist ganz wichtig hier bei dem. Mhm. Tipps für den Alltag. Nach dem Motto: volles Haar. Blüht dann auch dein Blindschleiche auf. So. Zur Not gibt es auch noch Botox. Das funktioniert bestimmt auch da unten. Na klar. So, alles sortieren hier. Okay. Machine Gun Sunny. Könnte weiblich sein, oder? Wenn man nur die über dem Kopf zusammengeschlagenen Hände sieht. Bei der Lupe, also ich meine. Also besser Lupe, als wenn du ein richtiges. Ja, gut, Fernglas ist auch etwas zu wenig. Wie heißt das? So ein. Was man Teleskop. Sterne, Teleskop, genau. Besser Lupe als Teleskop. Wobei ich in dem Fall eher sagen würde. Mikroskop ist der passendere Ausdruck. Okay, stimmt. 6 Stunden Dust Up Hardcore Extermination. Exterminierung Wüste. Nach dem Motto Wipe them out. All of them. Hier, suche nach dem Sandwurm und vernichte ihn. Kurzes Zeitfenster, gefallene Schiffe müssen vom Team wiederbelebt werden. Kein Wiedererscheinen der Abwurfkapselbewertung. Hardcore. I like it hardcore. 57 und 100. Sehr geil. Und beim anderen nur 400. Ich hab's vergessen. Hardcore würde ich sagen. Ja, nur Hardcore, klar. So, schön. Und jetzt können wir hier mal wieder genug von Schlangen gesprochen. Jetzt können wir hier mal wieder zu seriösen Themen übergehen.
Seit wann? Hä? Seit wann gibt's hier seriöse Themen? Solange du da bist, können wir vergessen, dass es sowas gibt. Hallo? Hi, na? Auch da? Was geht? Was geht? Ich habe gar nicht geschaut, ob mir hier geantwortet wurde. Nö. Wo ist eigentlich der Zero jetzt hin? Hier? Ja, was? Ach so. Ich bin schon wieder leicht verpeilt und müde. Vor mit Feierabend machen? Nö, Feierabend eigentlich nicht. Wollen wir direkt durchstarten? Wollen wir was essen? Wie ist das? Joa, eine kleine Pause wäre vielleicht nicht verkehrt. Ja, mach mal das doch. Klingt doch nach einem Plan. Mach mal das doch. Aber nicht eine Pause, die uns zu müde macht dann, weißt du? Die uns ein bisschen auffrischen hier. Ich werde mich jetzt nicht auf mein Bett legen und ich werde auch nicht dabei einschlafen. Sondern du gehst in die Küche und stellst dich vor den Herd. Ich werde einfach schnell eine Runde Schiff fahren. Mach ach du Scheiße. Da will ich schiffen. Ja, aber ich muss sagen, wir können ja währenddessen noch ein bisschen philosophieren. Also, was spielen wir heute? Icarus. Mich haben viele Missionen, muss ich sagen, mit der Zeit echt gelangweilt. Dieses Hin- und Herlaufen, bisschen scannen, bisschen hier, da und enttäuscht mit diesen Sachen. Aber es gab jetzt einige coole Missionen. Natürlich mit dem Wurm, das ist das Highlight. Auf jeden Fall. Aber auch so diese Entdeckungsmissionen immer ins nächste Gebiet. Und dann ist ja der Wurm hingecatcht. Diese Hardcore-Sachen, die dazu gepatcht worden sind, okay. Finde ich gut. Zeitliche Begrenzung, ja, dass man nicht sterben darf, okay. Aber wenn man Dudes dabei hat, geht das ja noch. Und zum Glück haben die Missionen jetzt Exotics direkt als Belohnung. Ohne dass wir irgendwelche Exotics meinen müssen. Das finde ich nice. Ansonsten? Ganz geil, wenn sie vielleicht noch ein bisschen die High-End-Items mit den Exotics teurer machen würden. Dass du eine geile Grundausrüstung dir kaufen kannst und erst ganz am Ende, wenn du diese 30-Tage-Mission machst, wo du mit dem Bohrer dann richtig viel Exotic meinst, dass du dann das richtig geile Zeug holen kannst. Fuffi, kann ich zuschauen, wie du Dinger machst, dass wir kurz da Schiff-Content kriegen? Ich kann dir hier kurz... Dann würde ich das mal so... Kannst du mir beim Schiffen zugucken. Das wollte ich immer schon mal. Danke, Zong. Das finde ich toll, wenn du uns einlädst hier. Also. Du meinst, dass in der Werkstatt einfach bessere, teure Items zur Verfügung stehen, oder wie? Meinst du? Zero. Was? Dass in der Werkstatt bessere und teure Items zur Verfügung stehen, oder was? Ja, dass diese... dass du vielleicht die einfachen Items für Money holen kannst, die etwas besseren Items halt für leichte, für wenig Exotics, weil du ja jetzt in den meisten Missionen irgendwo Exotics dir kriegen kannst. Und die richtig geilen Items. Ich finde auch die Rüstung sollte irgendwie mehr Exotic kosten, irgendwie, die ist mir zu günstig. Ja. Die Rüstung finde ich echt, dass die Teile oben gar keinen Exotic kosten. Ja. Das finde ich ein bisschen schwach. Ich meine, gut, obwohl, wenn ich jetzt überlege, ansonsten hätten die meisten Leute die Rüstung erst, wenn sie mit dem Spiel durch sind. Und dann sagen die auch, scheiß drauf, jetzt brauche ich den Dreck auch nicht mehr. Ja, dann bringt es nichts mehr, ja. Das, verstehst du? Das ist natürlich auch ein Problem, Zero. Ja. Das, weil wenn du Items erst kriegst, wenn das Spiel quasi durch ist. Aber das hast du ja sowieso, ja, weil du im Endeffekt... Was mache ich da mit den wenn Alten? Du jetzt nicht Exotic farmst. Ja, jetzt geht's doch. Haben sie doch jetzt positiv geändert. Ja, jetzt mittlerweile schon, aber vorher war es ja nicht so. Ja, aber wir müssen ja vom Jetzt-Zustand ausgehen. Ja. Aber dann ist es halt wirklich viel zu wenig, weil dann hast du nach den ersten zwei Missionen das Ding. Ja, aber dafür ist sie ja, glaube ich, auch da. Ich weiß nicht. Mir nimmt sie ist ja im Vergleich zu den. Ich bin sowieso kein Riesenfan von der Armor, denn die Armor ist besser als jede Armor, die du dir craften kannst. Und sobald du die hast, craftest du dir nie wieder Ingame Armor. Ja. Und das finde ich schade. Ich bin davon kein Fan, Sachen aus dem Game rauszunehmen und ich finde es
auch ganz die kurz, Flaschen, falls die du dir kaufen zuguckt, kannst. Das Schiff ist die Marlboro, die ist in World of Warships gerade ganz neu dazugekommen und die kann man in der Werft über Quests quasi freischalten und zusammenbauen. Cool. Damit schafft man die so innerhalb von 2-3 Monaten freizuschalten. Ich habe die durchgecached, die Werft, was natürlich auch geht, wie in vielen Spielen. Und deswegen habe ich das Schiff jetzt schon. Ist also ein brandneues Schiff im Game. Cool. Und ja. Ich war Zero und Fuffi am Anfang irgendwie dann schon Fan von der Rüstung, weil man so oft neu anfangen musste aufzubauen. Dann dachte ich mir, dass alles, was das ein bisschen verkürzt und erleichtert, warum nicht? Eine Spitzhacke, ein Hammer, ein bisschen Rüstung, dies, das. Also Hammer oder Axt halt. Aber wie du sagst, das ist halt sehr, sehr ja, stark. Bubi, aber ich habe auch nicht immer Bock zu Tech 4 hin. Wie stark ist die Rüstung von Tech 4 im Vergleich zu der? Schon ein bisschen weit weg, die Rüstung im Spiel, oder? Im Vergleich zu Tech 4 ist die nicht sehr viel stärker, aber sie ist stärker. Und ohne, dass du überhaupt bis Tech 4 hochgetecht hast. Das ist das Problem. Du hast ja keinen Grund, dir, selbst wenn die nur 1% stärker wäre, die würdest du dir ja trotzdem nicht die Rüstung aus nochmal craften. Das ist ja den Aufwand nicht wert. Ja, der Bogen, ja, so wie mit dem Bogen halt. Ich crafte mir den anderen auch nicht mehr, wenn ich den hier habe. Also obwohl er ein bisschen schwächer ist auf eine Art. Also, was sie vielleicht machen könnten. Wenn sie gleichwertig bis schlechter wäre, ein bisschen besser ist, wäre es egal, glaube ich. Einfach zu weit weg, Tech 4. Was vielleicht gut funktionieren könnte, ist, wenn sie die Armor etwas nerven und den Set-Bonus etwas buffen, sodass du im Endeffekt gleich viel hast. Aber es durch den Set-Boni kommt, weil dann könnten sie noch mit den Slots von der Raumkapsel und den Items, die es gibt, starke Items, ein bisschen rumspielen. Weil in dem Moment, wo du alle 5 Items mitnehmen musst, ich meine, machen die meisten sowieso, kannst du dir vielleicht überlegen, okay, ich lasse die Rüstung vielleicht doch weg und nehme dafür eine Spitzhacke, einen Bogen, Messer, Module mit und hab dann auch eine geile Ausrüstung und crafte mir in-game noch eine Rüstung. Aber irgendwie, dadurch, dass du die Rüstung eigentlich viel zu früh kriegst, du hast ja, kurz mal gucken, du musst für diese Rüstung 100 Exotics ausgeben. 200. 200? Forschen und herstellen. Nö. Nur forschen, weil danach kannst du die Rüstung für Money kaufen. Ach so, ja, der Anzug, sorry. Ja, genau. 100, genau. Ich meine, vom Money her kostet sie noch relativ viel. Wenn du straight durchtechst, dann geht das zwar relativ fix, aber es kostet dir trotzdem noch ein bisschen Money. Von daher hast du es auch nicht sofort, aber theoretisch kannst du. Na gut, das hier gibt nur 10, das hier gibt 50. Ich hatte sie aber auch erst nach einer Woche. Und eine Woche Dauerspiel, 100 Stunden und die Rüstung dann zu kriegen, ist ja auch nicht jetzt. Ist doch auch okay, oder? Also ich meine, ja, wenn man jetzt jeden Tag nur so 2-4 Stunden spielen würde, hätte man sie ja auch erst nach einem Monat oder so. Aber wenn man jeden Tag deine 10-12 Stunden rein investiert, wenn man sie nach einer Woche hat, ist doch okay. Wenn ich so gucke, du hast sie, kannst sie, wenn du den ersten Quest-Hub machst. Dort gibt es eine Mission mit 50 Exotics. Und im zweiten Quest-Hub gibt es auch eine Mission mit 50. Beziehungsweise im anderen zweiten, also im oberen Quest-Hub, die Wüste, gibt es eine mit 50. Und im unteren Quest-Hub gibt es diese Deepvine-Extraction, wo du 64 kriegen könntest. Sprich, ist das PvP, Sufi? Nur nebenbei, das ist PvP? Das ist PvP, das sind alles Spieler. Und das ist Simulation oder Arcade? Das ist simuliert. Also ja, das ist richtig Ballistik. Eine Mischung von beiden ein bisschen. Ja. Ist das mehr so, ja, okay. Okay. Also Arcade Racer. Achso, welche meinst du jetzt, wo es die Dinger schon von Anfang an gibt, muss ich mal gucken. Ich habe mal offen und eine Pfanne, deswegen bin ich noch hier. Den Wolf auf Hardcore. Ich meine, ist eine Hardcore-Mission, ne? Aber da kriegst du 50. Es gibt die Hardcore Survey Mission Spirit Level, da gibt's auch nochmal 50. Oder es gibt die Deepvine Extraction, wo du halt 64 kriegst. Das sind die roten und die lila Missionen. Und
Das sind echt nicht viele Missionen, die du bis dahin machst. Das ist halt wirklich früh im Spiel. Aber dort kannst du theoretisch die Armor haben an dem Punkt. Und ich meine, klar, du hast dann auf die Armor gewascht. Das sollte auch belohnt werden, dass du die früher kriegst, weil du nur die Armor hast und nichts anderes. Finde ich vollkommen okay. Aber sie nimmt halt trotzdem das Spielelement der Rüstungscraften weg. Du craftest dir in-game nie wieder eine Rüstung. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde... Vielleicht kommt es ja auch nicht darauf an, auf die Rüstung. Vielleicht ist das Spiel auch was anderes aus. Dass du entdeckst, dass du rumläufst, dass du... Je nachdem, wenn du Rush brauchst, du sowieso die Rüstung. Also, weiß ich nicht, klar, vielleicht du, ist es für mehrere Arten von Spielweisen gedacht. Ich finde die Rüstung auch für Rush-Dinger, wo du viel laufen musst und einfach nur von A nach B, finde ich auch geil. Weil aber du landest ja nicht und machst Tech 4. Nicht so geil, wenn du eine Aufbaumission hast und eigentlich auch nur mit dieser Rüstung rumläufst. Ich fände es cool, wenn du eine Aufbaumission, wo du dich ein bisschen mehr aufbaust, auch die Rüstung von deinem Aufbauniveau dir craften würdest. Ich finde es okay, dann dann hat man halt Zeit für was anderes, muss man sich nicht Gedanken machen. Da kann man halt schon früh los und farmen, besser und schneller wegen der Rüstung, weil man ja sicher ist, anstatt sich auf Tech 4 hochzuarbeiten und dann erst sicher ist, weil dann ist mir egal, dann habe ich das und dann ist es wurscht. Nee, du bist ja auch vorher schon sicher, das ist ja nicht das Problem. Ich find's einfach nur, es nimmt, das Spiel hat ja so eine Handvoll Elemente. Die Armor, die Ausrüstung im Sinne von Spitzhacken, Waffen, Äxte, Co., ne? Also so die ganzen Tools, sag ich mal. Tools, Armor, dann Food, was gibt's noch? Ja, deine Hütte könnte man vielleicht noch als Punkt nehmen, aber das sind so die Main-Dinger, finde ich so. Und wenn du dir die Spitzhacken kaufst, dann hast du die als quasi Startvorteil. Aber sobald die weg sind, musst du trotzdem noch gucken, dass du dir eine Eisenspitzhacke holst oder eine Stahlspitzhacke oder vielleicht später sogar eine Platin- oder Titanspitzhacke, weil die irgendwann kaputt geht und du nicht drumherum kommst. Du hast trotzdem noch das Element, dass du dir in-game eine Spitzhacke machst. Wenn du dir Food mitnimmst aus der Station, irgendwann ist das Food alle. Du hast immer noch das Element, dass du irgendwann Food brauchst. Ja, ja, das Gleiche für... Ich verstehe, was nimmt es? Es nimmt dieses Survival-Dings raus, was die Rüstung nur angeht. Nur die Armor, die nimmt das komplett raus, weil die Armor sagt, du hast jetzt die beste Armor im Game. Genau, und da finde ich okay, was du sagst. Da stimme ich dir auch zu. Aber je nachdem, auf was die Mission basiert oder auf was das Game sein möchte. Klar, es möchte ein Survival-Spiel sein. Aber wenn du gewisse Survival-Sachen herausnimmst, dann kannst du dich auf andere Sachen konzentrieren. Dann ist es vielleicht mehr so ein Aufbauspiel, so ein... Also, du kannst dadurch verschiedene Elemente schaffen. Also, wenn du die Sachen nicht mitnimmst, dann musst du dir eine Rüstung bauen. Wenn du die Sachen mitnimmst, kannst du dich auf was anderes konzentrieren. Du hast das Schwerpunkte, mal Rüstung, mal Äxte, also mal die Werkzeuge, du kannst hin und her switchen. Also... Vielleicht müssen sie noch irgendwie... das mit den Slots, mein Punkt ist halt, ich hätte gerne... Also, ich finde das mit der Rüstung mega geil. Ich hätte halt gerne im Optimalfall... dass du für Missionen, wo du einmal waschst und dir gar nichts aufbaust, die Rüstung mitnimmst und sagst, okay, ich nehme die Rüstung mit, vielleicht eine Wasserflasche und Speed-Modul oder was auch immer. Oder ein Messer oder Spitzhacke oder Bogen, je nachdem, was du haben willst. Aber du nimmst die Rüstung mit, läufst einmal durch, bist fertig. Aber dass du in den Aufbaumissionen dir sagst, okay, da will ich die Spitzhacke haben, das Messer haben, ich brauche eine Wasserflasche, eine Sauerstoffflasche und die Rüstung passt dann nicht mehr. Und dann lasse ich die Rüstung weg und mache in der Aufbaumission trotzdem noch meine Armor, die ich mir dort crafte. Weil die machst du ja eher nebenbei so mit. Das ist ja jetzt nicht so, dass du riesig Ressourcenaufwand für so eine Rüstung hast. Das Fell kriegst du nebenbei, das Leder kriegst du nebenbei, die Fasern kriegst du nebenbei, selbst das Erz kriegst du am Ende nebenbei, weil du sowieso hunderte Erze farmst für das Tacken. Das ist nicht so, dass du jetzt eine Stunde investierst, nur um eine Rüstung zu haben. Und dem ist aktuell aber, glaube ich, nicht so, weil man sieht es ja jetzt, glaube ich, an uns auch. Jeder von uns, der die Rüstung hat, nimmt immer die Rüstung mit, egal welche Mission. Ja, war nur kurz kurz, ich habe dich gehört. Meine ist jetzt kein Problem, es macht halt jetzt das Spiel nicht kaputt. Es nimmt halt nur so einen kleinen Faktor Lüssen weg, hat, wo ich sage, es wäre cool. Es verschiebt halt die Prioritäten halt einfach. Es verschiebt halt die Prioritäten. Ja. Ich finde die Armor halt auch so cool, die du in-game machen kannst. Es gibt ja diese Schleich-Armor,
Es gibt ja, die da kannst du das Spiel dann wieder anders spielen, wenn du möchtest. Also die Rüstung kriegst du halt, okay. Du musst sie aber nicht unbedingt nehmen, sondern du kannst halt diesen Schleichfaktor nutzen, den du sagst. Dann musst du ja auch wieder einen anderen Anzug nehmen und so. Du könntest, klar, könntest du machen, aber es ist halt so ein Punkt wie, ja, das ist die Möglichkeit, die Mission zu spielen, wie du möchtest. Ganz doofes Beispiel, aber ein Autorennen. Ja. Ein Autorennen, sagst du, du willst das schnellste Auto haben. Ja, das ist du könntest aber auch mit einem coolen Auto fahren, klar. Und wenn du Bock drauf hast, fährst Rennen du mit einem coolen nicht. Auto. Aber wenn das nicht schnell genug ist, dann nimmst du das nicht. Und sagen auch wenn mal, das jetzt hier kein Rennen ist. Machen wir ein anderes Beispiel. Ein Festival. Du fährst irgendwo hin, du hast da Zeit, da hinzukommen, 6 Stunden. Ist ja egal, ob du jetzt innerhalb der 6 Stunden, ob du jetzt bei der Stunde 4 oder bei Stunde 3 dahin kommst. Mit einem schneller, langsamen Auto. Ob du dahin schleichst, ob du mit der U-Bahn fährst, ob du mit dem Auto fährst, zu Fuß gehst. So kannst du eher sehen, weil Rennen ist immer Geschwindigkeit. Ja, ich weiß, dass das vom Beispiel her jetzt erstmal von der Sache besser passt, was du gesagt hast, aber das sind Games. Und auch wenn es hier absolut nicht um ein Rennen geht. Ja, aber gerade weil es Games sind, Millionen Spieler, jeder spielt halt anders. Lass mich mal bitte ausreden. Ja. Bei Games, auch wenn es hier nicht um Rennen geht und es nicht um Geschwindigkeit geht, in Games hast du immer, egal welches Game, diesen Faktor der Spieler, die 99% der, oder 95% der Spieler verfolgen, effektiv zu spielen auf irgendeine Art und Weise. Und auch wenn meinst es nicht du so viele sind es? Ja, wirklich. Es nicht? Ist immer so, weil du musst ja auch sehen, klar, wir haben super viel Zeit jetzt reingesteckt und wir stecken auch super viel Zeit rein, aber es geht ja auch trotzdem so ein bisschen um in Anführungszeichen verschwendete Zeit. Du investierst ja auch Zeit ins Game und du willst ja jetzt nicht... Ich meine, du willst immer schneller fertig sein, egal wie. Klar, echt? Du hast Spaß dabei nicht. Und wir... Ich genieße das währenddessen. Keine Ahnung, auch das Laufen, der Wissen und sowas sind so schlimm jetzt. Man quatscht, man guckt, man hat... Ich weiß nicht, also... Es ist nie ein Rennen für mich. Ich weiß nicht genau. Und für dich vielleicht jetzt in dem Sinne nicht, aber selbst du hast ist ja... egal, weil... Aber selbst du hast ja immer die Rüstung mit. Ja, natürlich, aber so generell halt. Ja, und das meine ich, das ist so ein Effekt, der bei den meisten, selbst wenn sie nicht so sehr auf Geschwindigkeit gehen, ist das so ein Effekt, der einfach mit drinne ist. Am Endeffekt wäre es egal, crafte ich mir schön die Stoffrüstung und in 5 Minuten hole ich mir nachher die Fellrüstung, gut ist, das wäre auch egal. Die paar Minuten spielt ja auch keine Rolle. Also, ich finde die Fellrüstung schon sehr, sehr stark. Also, genau das ist es ja. Aber dieser Faktor wird dir, also im Endeffekt hast du nicht hundertprozentig die Entscheidung, ich will das gerne so oder so machen, sondern du hast die Rüstung dort. Das ist einfach ein Game Design und ein psychologisches Ding und das ist in allen Spielen so. Das ist ein Grundprinzip. Wenn du eine bessere Möglichkeit hast, dann wirst du in den meisten Fällen die bessere Möglichkeit nehmen. Und die bessere Möglichkeit ist, die Rüstung mitzunehmen. Das ist einfach Fakt. Und es ist auch dann einfach so, dass dadurch, dass es die Rüstung gibt, einfach der Faktor Armor in-game weggenommen wird. Du könntest eine Statistik erstellen und ich werde dir hoch und heilig versprechen, da werden mehr als 70% oder 80% der Spieler, die diese Rüstung haben, immer die Rüstung mitnehmen. Ja, natürlich, wenn außer die halt ein bisschen schleichen wollen wie Sam Fisher oder das anders spielen wollen. Also das sind dann aber schon wirklich die Ausnahmen, die dann wirklich auf einen ganz, ganz spezifischen Playstyle sagen. Boah, die Runde Carry gerade hart, ey. Doch, das ist Icarus hier ganz unten rechts in der Ecke. Das andere ist nur so als Pausenscreen gedacht hier, weil ich was zum Essen mache. Wir reden ja auch über Icarus. Genau. Ja. Also grundsätzlich, das ist ein ganz, ganz großes Problem in ganz vielen Spielen. Du hast auch bei Shootern mit Waffen, wenn es eine gute Waffe gibt, auch wenn du lieber eine andere Waffe spielen willst, dann gibt es da immer riesen Probleme, weil die Spieler mehr oder weniger dazu gezwungen werden, eine bessere Waffe zu spielen, auch wenn sie lieber eine andere Waffe spielen würden. Und dann gibt es entweder den Shitstorm, dass die Leute sich beschweren, dass sie nicht die Waffe spielen, also dass ihre Waffe zu schwach ist oder dass sie gezwungen werden, eine andere Waffe zu spielen.
Und ja, wenn oder sie mithalten okay wollen oder so kompetitiv gescheit weiterkommen wollen, müssen sie das Beste spielen, na klar. Und auch in nicht kompetitiven Spielen ist das immer so. Überall. Ja, aber du musst bei Ikarus sehen, du hast so viele verschiedene Arten und Möglichkeiten, das zu spielen. Du kannst dich halt immer aufbauen, du kannst immer ein bisschen mehr machen, du kannst immer ein bisschen weniger, du kannst rushen, du kannst ich halt weiß, es gibt so viel machen. Arten, von daher. Beispiel Satisfactory. In Satisfactory gibt es Autos, also Fließbänder, Autos, Züge und Drohnen. Das sind deine vier Transportmöglichkeiten für Ressourcen. Fließbänder brauchst du grundsätzlich für die Maschinen, um Ressourcen überhaupt aus Maschinen und in Maschinen reinzubringen. Das kann man so ein bisschen aus. Ja, Factorio hat ähnlich. In Factorio gibt es auch Züge, Fließbänder, Drohnen und theoretisch könntest du Autos auch noch benutzen, aber das macht keiner, weil du Autos nicht automatisieren kannst. In Satisfactory kannst du Autos auch noch automatisieren, das heißt, die sind auch noch Transportmöglichkeiten. Ja, das Automatisieren ist das Wichtigste. Und ganz, würde ich sagen. Ein ganz großes Problem ist in Satisfactory aktuell, dass die Autos nicht benutzt werden. Du kannst die Autos benutzen, das ist überhaupt kein Problem, aber sie sind ineffektiv. Sie sind einfach nicht der optimale Weg. Und zwar mit Abstand. Daher nutzen alle Züge. Auch wenn viele, viele Leute noch Autos benutzen, ist einfach die Masse der Leute, die benutzen alle Züge. Das Forum ist dort voll Züge mit Zügen. Es gibt immer mal wieder Highlights, sodass einer mal ein Auto benutzt, aber Züge. Apropos und das Züge. Ist auch ein Problem, was die Entwickler angesprochen haben, was die Community angesprochen hat. Das hier sind die Weihnachtscontainer. Ich habe noch 3 Stück. Okay. Können wir ja mal schnell aufmachen. Apropos Züge, ich habe in Transport Fever 2 spielen ja alle mit Züge, ne? So ein Transportspiel, wo du von A nach B Sachen bringen musst. Ich habe in der ersten Map nur mit LKWs gespielt. Keinen einzigen Zug gebaut. Und jeder hat immer gekommen, wieso brauchst du keinen Zug? Jeder wollte nur Züge bauen. Ich habe nur LKWs gebaut. Lieber 300 LKWs anstatt 4 Züge. Ich habe es immer anders gespielt. Aber das ist so ein grundsätzliches Game-Problem. Und das wollen die Entwickler auch noch angehen, dass sie die Autos verbessern. Sie haben auch schon Patches rausgebracht, seitdem werden die Autos auch mehr verwendet. Weil du einfach durch die Mechaniken gezwungen wirst, quasi Züge zu benutzen, weil es effektiver ist. Und auch wenn man es so spielen will, wie man es gerne möchte, ist es einfach, das Spiel zwingt dich indirekt dazu, den optimalen Weg zu nutzen. Und jetzt, das hier ist unten, immer so. Die Goldschiffe sind alles Premium-Schiffe, die kosten alle Geld. Wie du siehst, habe ich da schon eine moderate Sammlung. Das ist im Großen und Ganzen, bis auf hier ein paar einzelne, die bunten, das sind irgendwelche Eventschiffe, aber der ganze Rest sind alles Money-Schiffe. Das ist halt so ein Hobby von mir, das Spiel, wo auch ziemlich viel Geld rein versenkt wird. Und hier oben siehst du halt jetzt 400 Tage Premium-Konto. Das war auch in den Containern drin, also ein bisschen was über ein Jahr ist es. Ja. So, mach jetzt hier aber wieder aus, wir machen ja gleich weiter. Seid ja sicher dann soweit, oder? Mal weitermachen können. Ich wollte nur die Zeit zwischendurch nutzen und wenn man ein paar Daily-Gefechte fahren muss, wie in vielen Spielen, gibt es ja immer so ein paar Daily-Quests. Ich hoffe, ich konnte in dem Gefecht ein bisschen was zeigen. So. Ich bin auch kein Kacknoob in dem Spiel, wie man gesehen hat, hoffentlich. Essen fertig, juhu!
Züge beste, sagst du, und die Autos sind zu schwach, dann müssen die das Patchen und die Autos stärker werden. Oder die Züge einfach schwächer machen. Damit die Autos automatisch stärker sind. Genau, theoretisch, also die werden die Autos buffen, dass die auf einem guten Niveau sind. Beziehungsweise grundsätzlich ist ja das in dem Spiel, auch Factorio, ist es ja so, dass Züge für Langstrecken sind. Autos sind in Satisfactory halt eher für Medium-Strecken, für relativ kurze Strecken. Wird aber halt trotzdem nicht genutzt, weil es einfach mit Zügen viel, viel besser funktioniert. Satisfactory habe ich einmal richtig gezockt. Mir eine riesige Fabrik aufgebaut, aber das war noch ganz am Anfang. Und dann sind ja jetzt 2 oder 3 riesen Content-Updates gekommen. Seitdem habe ich nicht nochmal reingeguckt. Ich so habe nur beim Zugucken gesehen. Das Spiel ist jetzt ja so komplex geworden. Oh, es geht. Und da habe ich im Moment, Yo Gags, kannst du rüberschieben. Lass es schmecken. Danke, mach heiß. Da habe ich in, ja, das ist meistens so. Oh, okay. Aber, da habe ich im Moment einfach keine Mauke zu. Ich finde es mit First Person nicht so geil, nicht so übersichtlich. Ich fand Factorio von oben besser. Das fand ich aber gerade geil. Besser. Das habe ich gefeiert an Satisfactory, weil das habe ich mir bei Factorio immer gewünscht, dass ich mal in der Ego-Perspektive durch meine Fabrik laufen kann. Ja, aber das hättest du dann, hätte man zusätzlich machen können. Was ist das noch? Ich finde den Stil von Satisfactory mega geil mit First Person, aber ich muss auch sagen, in der Ego-Perspektive. Es baut einfacher halt von oben. Es ist einfach so viel schöner. Und Factorio hat auch einfach ein so viel besseres Bausystem als Satisfactory, weil Satisfactory ist das Bauen im Vergleich zu Factorio halt wirklich anstrengend. Mein Game, was ich ganz stark hoffe, dass es jetzt bald kommt, im ersten Quartal, spätestens im zweiten 2022. Ich feiere Weltraumspiele. Hey. Ich habe früher Weltraumspiele geliebt hier. X-Wing, TIE Fighter, Wing Commander, alles habe ich gespielt. Und da ich ja auch Strategiespiele feiere, Siedler, Age of Empires, alles, kommt eine Kombination daraus, wo ich sehr viel Hoffnung reindecke. Was für erste Chat? Die ersten Baum Bilder, hier? Die man gesehen hat, richtig sollen so sehr gut sein. Also sehen sehr gut aus. Und zwar Everspace. Muss auf meine Falling Frontier. Quartal 2 2022. Kann man hier irgendwo links rein? Es gibt nicht mal einen Link. Ich hab's schon mal gegoogelt. Auf Steam direkt, einfach Falling Frontier. Strategiespiel im Weltraum. Soll sehr komplex sein. Du kannst deine Raumschiffe alle selber bestücken mit verschiedenen Waffensystemen, also die so bauen, wie du sie gern hättest. Das ist so ein bisschen, wie heißt es? Gibt's gar nicht bei mir. Doch, nee, es ist ein Mix aus Stellaris. Stellaris, genau, das wollte ich gerade sagen. Aber hier geht es mehr auf die Raumschiffe ein. Du kannst neue Techniken erforschen. Du kannst halt sagen, entweder du spielst lieber mit Lasern oder du spielst lieber mit Raketen oder du möchtest ein Schiff haben, was lieber auf Defense gespeckt ist. Und so, das gefällt mir schon mal sehr gut, dass du deine eigene Flotte quasi kreieren kannst. Das PvP oder PvE? Oder beides? Das ist ein Strategiespiel. Ob da ein PvP-Aspekt mit reinkommt, kann ich dir noch nicht sagen. Also eher so ein Aufbaugame wie... Im Moment steht bei General Simulation Strategie. Die haben sich halt richtig viel vorgenommen. Die Asteroidenfelder und so, die sollen halt richtig deinen Schiffen Schaden machen. Du sollst da aber richtig zwischendurch fliegen können. Ob man da in den Schiffen in die Ego-Perspektive kann oder wie sie das machen, weiß ich nicht genau. Aber die arbeiten schon sehr lange dran und das hat auf der E3 ja auch schon einen Award gewonnen. Absahnen können, obwohl es noch nicht mal draußen ist. Weil die schon dort gesagt haben, was bis jetzt so gezeigt werden konnte, soll krass sein. Sieht krass aus. Also ich habe gerade mal Bilder geguckt und das sieht halt echt wirklich heftig aus. Es ist für viele Fans von Weltraum und Strategiespielen. Mir wäre das zu viel, glaube ich. Es die Erwartung fürs in diesem Genre, dass endlich mal wieder was Gutes kommt. Okay, ja, ich habe es mir mal auf die Wunschliste getan, weil ich bin für sowas auch immer zu haben. Genau. Es ist halt ein RTS-Game und so. Ne? Ich mag halt RTS-Games,
wo dir nicht alles, wo du halt wirklich viel selber, guck mal, wenn du dir die Videos auf Steam anguckst, die Kämpfe, die gehen halt dann richtig, die siehst du richtig, wie deine Schiffe auch targeten. Du kannst halt richtig festlegen, welches Schiff, welches Gegnerschiff targeten soll. Und da siehst du ja, wie die in so einem Asteroidenfeld kämpfen dort. Und von den Kämpfen haben sie halt auch viel auf der E3 schon gezeigt. Also so ein bisschen Age of Empires oder sowas. Genau, in Weltraum. Guck mal, nur mit mehr, aber eine richtig mehr gute Eco Simulation. Oder die Asteroiden gehen halt auch kaputt. Du kannst halt nicht vorbeischießen an den Asteroiden. Hast du aber oft genug dagegen geschossen, dann platzt der auch auseinander. Also. Railgun, geil. Ja, das ist das, was du gerade guckst. Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe, was ich richtig feiere. Du kannst deine Schiffe customizen, so wie du sie handelst. Achso, also doch komplexer als Command & Conquer, wo du einfach eine Einheit baust, die fertig ist. Das wollte ich gerade, ja, das sage ich ja. Mir gefallen so Strategie-Games auch, die dir das vorgeben. Aber es ist natürlich geiler, wenn aus der, sage ich mal, Panzerfabrik ein Panzer rauskommt, den du selbst designt hast. Also so Stellaris, aber dann mit einem gute Nacht. Eher wie Kate, wenn du wieder pennen gehst, schlaf schön. Klassisches RTS. Sag Bescheid, falls du Jaro erreichst und grüße. Ja. Wollte ich nur mal sagen, so für Leute, die das feiern, ist das so mein Geheimtipp eventuell fürs nächste Jahr. Okay, aber die Schiffe kann man nicht komplett designen, sehe ich ja. Das ja, ist das auch sehr, ja auch sehr Stellaris-Style. Ich habe gedacht, das ist so ein bisschen Spore-mäßig noch, weil du meintest, dass man die selbst aus... Du aber kannst ja, die Ausrüstung selbst designen. Ja, okay. Und so im Groben aus fertigen Modulen auch das Schiff an sich. Also ist ja trotzdem geil. Ja. Auch das meinst du, okay, ja, alles das klar. Das mag halt auch verstanden. Weltraum macht Spaß. Ja, das, aber da gibt es halt erst viel zu 14, wenig 15 Spiele. Uhr, okay. Gerade so, ist so Simulationen auf irgendwelchen Planeten und Strategiespiele, da kommen immer mal wieder welche, aber im Weltraum, da getrauen sich irgendwie nicht viele ran, weil du da dreidimensional halt denken musst. Mhm. In alle Ebenen, das ist halt viel komplizierter als einfach nur Einheiten über eine Wüste rennen zu lassen. Weil Technikus schreibt, ging es sowas in Homeworld nicht auch oder so? Stellaris ist ja auch 2D. Homeworld habe ich selber nicht gespielt. Stellaris hast ja auch keine dritte Ebene. Also keine 3D. Tatsächlich. Ist nur so, weil wir ab und zu mal quatschen. Kann man sich ja auch mal austauschen, so was noch für Games kommen und was da. Ja. Was da jeder so noch erwartet. Ich finde Weltraum super. Das sieht mal aus, so aus, als ob das eigentlich eher 2D ist, ne? Ich bin der Pilot halt, der da rumfliegt und Geld verdient und Raumschiff upgradet. Wenn's in die Kämpfe geht, da geht's auch über, nicht komplett, aber da hast du auch verschiedene Höhenebenen. Also du kannst unter einem Asteroid auch durchfliegen und oben drüber, nicht nur links und rechts vorbei. Okay. Also das ist dann eher sowas wie drüber jumpen oder drunter duken, als wirklich im Raum fliegen, ne? 2,5D. Es bleibt ja trotzdem ein Spiel, wo du in gewisser Maßen von oben drauf guckst. Deswegen geht's nicht ins Endlose nach oben und unten. Es wird halt so angedeutet in der Simulation. Ich überlege gerade, welches Spiel war das? Kennt ihr Wing Commander Armada? Das war auch so ein bisschen... Mein allererstes Strategie-Game im Weltraum war Star Trek Armada. Ach, das heißt. Okay. Da kommt ein neues Star Trek, voll geil nächstes Jahr. Ja, die anderen Star Trek-Spiele und so haben mich nie interessiert. Mich hat wirklich nur Star Trek Armada interessiert, weil es ein Strategie-Game war. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte mir auch von Age of Empires 4 mehr erhofft. Es ist nicht schlecht, aber... Es soll wohl richtig gut sein. Also ich höre nur Positives. Ja, es ist nicht schlecht, aber gerade wenn du so ins PvP gehst, es ist absolut noch nicht gebalanced. Ja gut, aber das sind ja die meisten Spiele nicht, die da das erste Mal rauskommen und dann... Und die ersten Updates, die sie auch gemacht haben, die gehen... Da haben sie das leider auch überhaupt nicht richtig angepackt. Achso, das hieß aber das, ich werde mir auf jeden Fall mal angucken, was hier. Da kam doch jetzt gerade erst ein Update, Technikus wo sie alles gesagt einmal hat. Gebalanced Homeworld, haben. Das will ich mir auch noch mal angucken bei Gelegenheit. Homeworld.
Was mit X4, wo du dir da alles bauen kannst, so Raumschiff und sowas? Hier, Fuffi, was mit X4? X4? Ja, auch so Weltraumgedönse. Ach, X, ja. Das ist auch noch relativ, nee, das ist schon älter. Naja, man kann sich halt nicht alles angucken, also gibt schon mehreres da. Homeworld, aber das hatte ich irgendwie, hatte ich das nicht sogar auf meiner, da gibt es schon Homeworld 3, wie ich sehe. Ach nee, Homeworld 3 kommt Ende 2022. Ja, das ist ja auch sowas in die Richtung, stimmt. Das ist auch mit PvP schon angekündigt. Aha. Das ist also richtiges Strategiespiel im Sinne auch mit PvP. Wie grillt man denn seinen Tank? Was hast du denn gemacht? Ha. Ich habe meinen Tank gegrillt. Hä? Mein Tank oder Tank? Also den Panzer oder den Tank? Fallen Fantasy, glaube ich. Ach so. So, hab's bald. Ja, schönes Spiel da, aber hätte ich nie Bock drauf zu spielen, ist mit dem Schiffen da hier. Fuffi. Gar keinen Bock. Ja, das ist null für mich. Ja, das ist ja aber auch gut so, dass jeder andere Interessen hat. Geschmäcker, ja. Sonst wäre es für die Spieleindustrie ja zu einfach. Da haben sie recht. Dann wird es 3 Games geben und nichts anderes. Ja, wenn wir da glücklich sind, dann passt ja. Wo ich auch mal wieder reingucken will, ist Eco. Oh ja. Das hat eigentlich mega Spaß gemacht, aber es ist... Ja, weil du da halt die Umwelt im Auge behalten musst. Du zerstörst ja deine Umwelt. Es war halt einfach noch nicht fertig und das Balancing hat überhaupt nicht hingehauen bei uns auf dem Server, über den wir da gespielt hatten. Genau, und es war auch performance-technisch eine Katastrophe. Was für ein Ding ist das? Echo. Echo. Da textest du auch immer höher, aber wenn du zum Beispiel Kohle verbrennst, verpestest du die Umwelt. Oder wenn du Tiere jagst, musst du halt drauf achten, du kannst die auch ausrotten. Okay. Oh, also, das wollen sie nicht mehr. Würden wir uns um genau, das ist richtig. Und du hast halt wirklich später auch die Technologie dazu, dass du dann dein... Wie meinst du, Buffs? So wie WoW, Ausdauer, Intelligenz und sowas? Und dann hast du nicht mehr gehalten, oder? Wenn du halt Pech hast, kriegst du irgendwann die Meldung, Spezies so und so ist ausgerottet. Was ist das für ein Spiel? Survival-Spiel? Strategiespiel? Was ist das für ein Spiel? Eher so Aufbau, so Minecraft, aber... Modernes Minecraft. Ja. Du hast halt, ja, im Endeffekt hast du auch Blöcke, aber die Blöcke, die sind nicht, die sind halt verschleiert. Du hast halt, wenn du meinst, dann meinst du auch so einen Minenschacht, aber das sieht halt aus wie, halt in Icarus die Böden, so einfach ganz normale Böden. Aber im Endeffekt sind es auch also normale Blöcke. Tankbuffs, okay, okay, verstehe. Dann muss man nutzen. Auch einen Block weg, aber wenn du den Block rausschlägst, dann ist da halt eine Kuhle. So, das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, wie man das. Die Blöcke nennt. Sind abgerundet. Ja. Es ist halt nicht eckig. Und die sind dann smooth, gehen ineinander über. Das meinte ich genau. Du hast einen fließenden Übergang bei den Blöcken. Und ja, so, dann ist hast das du bei auch Steam, Berufe und nebenbei Video laufen lass. Ja, Steam? Ja, bei Steam. Es heißt Echo bei Steam. ECO oder was? Ja. Ja. Okay. Und du hast dann auch Berufe, die du kriegst EP, ähnlich wie jetzt in Icarus, und hast dann deine Skillpunkte, ähnlich auch wie in Icarus, dass du nur so wenige Skillpunkte hast. Ja, du musst dich dann wirklich auf einen Beruf spezialisieren oder auf zwei oder sowas. Ist aber ein serverbasiertes Spiel, also genau. Du spielst auch mit Leuten zusammen. Da macht dann einer Koch, einer Baumeister, einer Gärtner. Aber warum ich das gut fand, gerade für Kinder und so. Also auch vom Kumpel, der Sohn hat das gespielt und der hatte das mit Absicht spielen lassen. Das Spiel vermittelt spielerisch auch mal wirklich den Umgang mit der Natur. Weil du halt wirklich siehst, was passiert, wenn ich anfange, Kohle und sowas
Zum einen, was passiert, wenn ich in die Industriezeit eintrete? Es beeinflusst. Das ist krass. Du hast die Simulation des Ökosystems ist richtig gut. Also du hast auch Pflanzen aussterben und so, wenn du deine Umwelt zu schlecht behandelst. Ist das in Third Person so, so komisch? Oder was? So wie du willst. Ich weiß gar nicht. First Person, ne? First Person oder Third Person, wie man sieht. Kannst du wählen, die Kameraansicht. Ja, da sieht man ganz gut, dass es eigentlich auch Blöcke wie in Minecraft sind, aber halt alles mehr schöne zum Ansehen. Da steht eine Zivilisation machen. Gibt es dann auch NPCs, die du dann da rumlaufen lässt? Nee, das sind alles Spieler eigentlich. Achso, okay. Ein Problem sehe ich nur bei dem Spiel, dass es schwierig ist, dass dort ein guter Server zum Laufen kommt, weil du mit zu vielen Leuten funktioniert es nicht, mit zu wenig Leuten funktioniert es aber auch nicht. Du darfst nicht zu aktive, aber auch nicht zu inaktive Leute haben und das ist alles sehr schwierig gebalanced, sag ich mal. Wenn es aber funktioniert, dann ist es richtig geil. Bei uns ist die Umwelt zugrunde gegangen. Weil einfach irgendwelche Leute sich dann immer nicht dran gehalten haben. Zum Beispiel eine gewisse Zone war schon ziemlich verseucht. Und du hast dann eigentlich gesagt, ey, dort keine Industrie mehr, dort werden keine Tiere mehr gejagt. Und irgendeiner hat sich nicht dran gehalten und dann ist deine Welt gefickt. Ja, scheiße, und mit RP, ne? Also. Ja, aber das kriegst du da nicht hin vom Balancing. Also es ist so, wenn jeder eine Rolle spielen muss, dass alle Talente halt, so wie bei Icarus halt, du hast so einen Typen, der nur baut, einen anderen, der nur jagt oder sowas. Und du das dann nicht hast, was Server angeht, ist auch doof. Weil alle wollen vielleicht immer das Gleiche machen. Dann findest du halt nicht die Leute zusammen. Ja, was ist eine Spieleranzahl, wo du sagst, das wäre okay? Was wäre zu viel, was zu wenig? Das Wichtige ist, dass du Spieler hast, mit denen du eine funktionierende Kommunikation hast und die sich auch an gewisse Regeln halten dann. Also auch ein bisschen RP oder was dadurch? Nee, RP allgemein, muss gar nicht sein, nee, aber... Dass wenn du halt sagst, alle sollen sich dran halten, wirklich drauf zu achten, dass keine Tierspezies ausgerottet wird, dass das dann auch funktioniert. Dass die Leute dann auch ihr Gehirn einschalten. Keine Trolle im Endeffekt. Genau. Ja, schon weil das Problem ist, dein Surfer ist RIP. Wenn die Schweine ausgerottet sind, sind sie weg. Du kriegst sie nicht zurück. Na, spawnst du halt welche, was soll der Scheiß? Ja, nee, oder? Dann brauchst du das Spiel nicht spielen. Dann brauchst du das Spiel nicht spielen, weil das ist ja der Sinn. Wenn du einen Troll hast, musst du dem Troll gegenwirken. Schmeiß ihn raus, muss spawnst halt ein Schwein. Probierst, fängst du, damit du nicht von Anfang an fängst. Also musst du halt irgendwie das hinkriegen, weißt du? Das ist ja Smartline Records OMG. Ich hab Ego auch, hab's noch nie gespielt, weil keine Freunde. Finde ich gut so. Hast du nicht verdient. Hast du einfach im Stich gelassen. Wir haben ultra geile Mission. Nächstes gehabt. Projekt. Du machst einen Server auf und wir spielen Ego. Kannst du ganz viel Settings rumspielen, bis es ordentlich gebalanced ist. Das kannst du dort wirklich richtig. Und ich schau zu und kommentiere da. Okay. Weil es ist halt wirklich. Aber ich habe gerade gesehen in dem Video, was er gezeigt hat, dass du wohl jetzt Naturschutzgebiete festlegen kannst und so. Ja, da gibt es relativ viel, was du machen kannst, auch mit Gesetzen und Co. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand genau ist. Da siehst du den Planeten. Der Planet ist auch gar nicht so groß. Der hat eigentlich eine ganz coole Größe, dass du quasi auch den Planeten bereisen könntest, aber er zu groß ist, dass du wirklich komplett rumrennst, so ungefähr. Schon ganz geil gemacht. Es gibt viele gute Spiele, aber es gibt halt auch Spiele, die leider die musst du reglementieren einfach. Ich glaube, das mit den Regeln mittlerweile, dass du sowas wie ein Bürgermeister hast, so eine Regierung, sagt man ja, ein Server-Government steht ja auch da, das haben sie, glaube ich, nur eingeführt, weil es halt zu viele Beschwerden gab, dass die Server alle nicht funktioniert haben, ohne Regelwert. Ja, mit Randoms ist halt super schwierig. Wir hatten, das war ganz geil, wir haben das auf so einem Community-Server gespielt. Und da haben sich dann die Leute tatsächlich dran gehalten, weil die alle, mit Whitelist und so, ne, alles.
Ja, nicht, nee, nicht mal unbedingt. Das wurde halt, da wurde gesagt von dem Streamer her, könnt jetzt alle raufkommen auf den Server und dann durften alle rauf und dann wurde halt gesagt, so, das sind jetzt die Leute und dann wurde mit den Leuten gearbeitet. Und im Endeffekt die Trolle, die sind dann auch, haben dann nicht lange mitgemacht oder beziehungsweise eigentlich waren gar keine Trolle großartig da. Problem war, dass zum Ende hin, dass dadurch, dass das Balancing, also dass du hast.